Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Kamieth, Herr Kollege Hafke. Um große Worte scheint die NRW-Koalition ja nie verlegen zu sein. Da wird repariert und gerettet und es wird endlich zur Tätigkeit übergegangen, nachdem die alte Landesregierung jahrelang nichts gemacht hat, außer die Haushaltsmittel zu verdoppeln in den letzten 7 Jahren, was in, glaube ich, nur ihrer Welt absolute Untätigkeit ist. Aber gut. Mit dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, und das stellt ja auch niemand in Abrede, verschafft sich die Landesregierung jetzt tatsächlich auch Luft, um nämlich auch die nächsten Stufen ihres angekündigten 4-Stufen-Plans umsetzen zu können. Die kurzfristige 500-Millionen-Finanzspritze ist laut Ankündigung des Ministers, und Herr Hafke hat uns das ja auch schon mal mehr oder weniger wolkig noch mal dargelegt, die erste Stufe. Und ich habe auch im Ausschuss schon mehrfach gesagt, natürlich sehen wir alle auch die dringende Notwendigkeit von mehr Mitteln im System für die Kitas, aber auch die Kindertagespflege, die in Ihrem Gesetz leider überhaupt keine Erwähnung finden, Herr Minister. Und vor diesem Hintergrund werden wir dieses Gesetz auch nicht ablehnen, haben wir auch im Ausschuss nicht getan. Wir werden uns aber zu diesem Gesetzentwurf enthalten, denn an vielen Stellen, das können wir Ihnen leider nicht ersparen, scheint doch die heiße Nadel, mit der dieses Gesetz gestrickt worden ist, erstaunlich deutlich durch. Und Kollege Melzer hat es auch gerade schon angesprochen, und Sie werden das nicht hören wollen, Herr Hafke, aber ich werde es trotzdem noch mal sagen. Natürlich ist das ein Taschenspielertrick, mit dem Sie hier die finanziellen Mittel für die Kitas erstmal im Nachtragshaushalt verstecken, dann auch noch parken in der Rücklage der Träger und damit sagen, ach, das ist alles im 2017er Haushalt mit 2018 und der Bilanz, da hat das nichts zu tun. Und natürlich möchten Sie diese Gelder für das Kita-Jahr 2018, 2019, wie es haushalterisch eigentlich richtig wäre, nicht im Haushalt für 2018 abbilden. Denn der Finanzminister hat ja gestern noch groß erklärt, dass eine schwarze Null einem nicht in den Schoß fällt. Ja, scheinbar fällt Ihrem Finanzminister so eine schwarze Null tatsächlich nicht in den Schoß, denn vorsorglich werden die Mittel ja nicht im Haushalt 2018 eingestellt, sondern in der Rücklage der Einrichtungen geparkt und quasi in einem Schattenhaushalt bei den Einrichtungen quasi zwischengelagert. Das kann den Einrichtungen natürlich prinzipiell erstmal egal sein, die Mittel natürlich gut gebrauchen können. Aber Herr Minister Stamp, Herr Minister Lienkämper, haushaltspolitische Redlichkeit sieht anders aus. Sehr geehrte Damen und Herren, und deutlich wird die heiße Nadel auch, weil dem Prinzip Ungleiches ungleich behandeln bei Ihrem Gießkannenprogramm nicht Rechnung getragen werden kann. Das nehmen Sie billigend in Kauf. Wir haben das auch im Ausschuss miteinander so diskutiert, aber eben auch um die Gefahr, dass die Ungleichheiten zwischen den Einrichtungen noch größer werden. Ich erinnere daran, dass der Staatssekretär im Ausschuss gesagt hat, ja gut, wenn die Mittel jetzt nicht für die Rettung brauchen, dann tun die halt woanders hin, ist ja auch okay. Ja, das würden wir vielleicht sogar unterschreiben. Aber das hat doch mit Ihrer großspurigen Ankündigung, Sie mussten flächendeckend alle Kitas retten, weil alle Kitas kurz vor dem Zusammenbruch waren, dann doch nicht mehr so richtig viel zu tun. Und Sie sollten doch noch mal das, was in der Anhörung, in der Verbändeanhörung deutlich geworden ist, von Seiten der Träger, nicht von Seiten der Opposition, sondern von Seiten der Träger, tatsächlich ernst nehmen und erleichtern Sie doch im Sinne der Träger, wie die Sie auch aufgefordert haben, die jugendamtsübergreifende Übertragbarkeit der Mittel und ermöglichen Sie den Trägern so, die Mittel auch wirklich den Einrichtungen zukommen zu lassen, die sie am dringendsten brauchen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Recht weist der Gesetzentwurf der Landesregierung darauf hin, dass die Finanzierungslücke Folge der Kindpauschalen und der zu geringen Dynamisierung ist. Sie wissen allerdings auch, wer diesen Systemfehler zu verantworten hat. Das Kiebitz haben doch Sie gemacht. Und das immer und immer wieder zu bestreiten und zu sagen, das ist jetzt Ihr Kiebitz, das macht die Wahrheit eben auch nicht weniger wahr. Es ist nach wie vor ein schwarz-gelbes Kiebitz. Und zur Wahrheit gehört eben auch, 2015 ist es der damaligen rot-grünen Landesregierung endlich gelungen, sich mit den kommunalen Spitzenverbänden auf das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausgestaltung zu verständigen und damit die vorübergehende Erhöhung der Dynamisierung auf 3% zu ermöglichen. Und überbrückende Finanzierung deshalb, weil mittlerweile sich ja nun alle einig sind, und ich nehme mal so zwischen den Zeilen wahr, dass sogar Sie sich in diesem Bereich mittlerweile mit sich selbst einig sind, dass das Kiebitz am Ende seiner Reformierbarkeit und gescheitert ist. Und wir nun, und da sind Sie jetzt in der Verantwortung, ob Sie das jetzt so wollen oder nicht, aber es ist jetzt Ihre Landesregierung und Sie sind in der Verantwortung, schnellstmöglich ein neues Gesetz vorzulegen, das die Kitas im Land auskömmlich finanziert und den Trägern Planungssicherheit gibt. Und Herr Minister, dann zünden Sie jetzt bitte Stufe 2 und legen Sie uns einen konkreten Zeitplan vor, wie Sie sich die Reform des Gesetzes bzw. eine Neuauflage eines Gesetzes vorstellen.
Und noch ein Hinweis, ich habe es gerade schon angedeutet, mit Blick auf die heiße Nadel. In Ihrem Gesetz, ich habe es gerade schon gesagt, sparen Sie einen Bereich komplett aus, und das ist der Bereich der Kindertagespflege, die aber ein wesentlicher Baustein unserer Landschaft hier in Nordrhein-Westfalen ist. Sparen Sie aber zukünftig nicht weiter an der Kindertagespflege, sondern sorgen Sie auch hier für eine auskömmliche Finanzierung und für die beste Qualität für unsere Kinder. Vielen Dank.